Jetzt, das ist schon mal ganz gut. Da kommen jetzt noch ein paar hinzu. Da werden gleich auch noch welche durch hinzukommen. Das Hotel ist im Bau, sehr schön. Ja, man hat hier schon immer genug zu tun. Vor allem, wenn ich die jetzt hier verhört habe, dann kommen nämlich hier auch andauernd Agenten und wollen mir an die Leder. An die Leber? Keine Ahnung. Ich will immer was sagen, dann sage ich was ganz anderes. Die wollen mir ans Leder. So heißt es doch. Ich nix von diesem Planeten, musst du verstehen. Ich muss da, weil ich nix schuld. Okay. Haut mal rein hier. Also bevor ich die verhöre, möchte ich auf jeden Fall, dass das Hotel steht. Strom habe ich ja und dass das Ding hier einsatzbereit ist. Mein Sicherheitssystem kriege ich auch erst dann. Wir können hier im Übrigen auch nochmal so ein paar Feuerlöcher aufstellen. Obwohl es wirklich am wichtigsten ist, dass hier Feuerlöcher sind, weil hier wird die meiste Action abgehen. Die Feuerlöcher sind dann gut, wenn die hier zum Beispiel irgendwie eine Falle kaputt zerstören. Die gegnerischen Agenten, dann brennt das nämlich hier. Und dann werden meine Kammerdiener dahin fetzen, sich ein Feuerlöcher schnappen und das Feuer dann eliminieren. So, jetzt verbraucht man ein bisschen Geld, weil der Haufen da, der muss weg, der stört mich. Weil so kann die ganze Zeit immer nur einer da dran. Und das geht ein bisschen langsam, wie ihr seht. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Okay, wir könnten hier eigentlich noch. Wir haben ja genügend Leute. So. Können wir sonst noch was bauen? Nein, sonst haben wir alles. Wie sieht es mit dem Kraftwerk aus? Oh, ist schon fast fertig. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Das stelle ich schon mal auf Stufe 3, weil das wird auch später eine Tür sein, die ich bewachen lasse. Hier kommen meine normalen Bediensteten durch und hier, die wird bewacht. Das heißt, wenn ein Agent reinkommt, rennt er sowieso dann erstmal an den Wachen vorbei. Und das heißt auf jeden Fall, dass ich hier noch eine Tür haben werden muss. Und da baue ich, glaube ich, auch noch eine hin. Weil die Türen, die halten die sehr gut auf. Also besser als die Fallen, wie ich finde. Die Fallen, die funktionieren manchmal nicht oder. Also die funktionieren eigentlich ganz gut. Sobald der Sensor ausgelöst wird, dann springt das Ding hier hoch. Wenn man so Schadensfallen hat, dann gehen die manchmal auf den Sensor und bleiben auf dem Sensor stehen. Die Falle wird ausgelöst und macht dann keinen Schaden und nichts. Deshalb bringt es das nicht so wirklich. Ich glaube, da setze ich auch noch eine Tür hin. Das ist nämlich. Also das ist jetzt hier so der heikelste Punkt in meiner Base, gerade weil hier auch der Eingang ist. Und die dürfen hier weder das Gefängnis sehen, noch hier diesen Gefrieracker. Und ich hoffe, dass das auch nicht passieren wird. Ich meine, ich spiele auf schwer. Deshalb werde ich die Basis wahrscheinlich nicht unendlich schützen können. Hier ist auch noch nicht alles fertig. Wie sieht es denn mit dem Hotel aus? Auch noch nicht ganz fertig. Das Ding ist auch noch nicht ganz fertig. Okay, die sind fertig. Das ist schon mal sehr gut. Da werde ich mir auch noch einen dritten nebenbauen. Ah, komm, machen wir die Reihe noch fertig. Dann haben wir die Bediensteten hier schon mal. Ein paar mehr. Weil, wie gesagt, ich baue die eigentlich lieber draußen, als wir jetzt hier drinnen. Das nimmt mir nämlich so viel Platz weg. Und später kriegen wir noch so viele Gebäude und die Gebäude an sich oder die Räume sollte man so groß wie möglich halten. Deshalb das hier ist eigentlich schon viel zu klein, aber für so einen kleinen Wachposten, der direkt hier erstmal alles abfängt, müsste das reichen. Ich meine, eine Zelle reicht ja eigentlich erstmal. Und später kommt dann, ne, ich glaube. Hier werde ich noch eine zweite Waffenkammer hinbauen, genau. So werde ich tun. Nein, die Mauer möchte ich nicht sehen.
Der Raum befindet sich im Bau. So, das ist sehr schön, dass er sich im Bau befindet. So, dann machen wir da noch zwei rein. Stechuhr. Verhörraum. Das Objekt wurde in Auftrag dazwischen. So, mehr können wir noch nicht. Und los geht's. Dann haben wir auch nochmal zwei Gefängnisse direkt in der Nähe. Und da finde ich halt wirklich wichtig, dass die Waffenkammer... Um an bessere Bedienstete zu kommen, müssen sie ein in dieser Klasse ausgebildetes Opfer gefangen nehmen und einem Verhör unterziehen. Das haben wir doch schon. Mann. Das Spiel ist nicht 100% intelligent. Okay. Das hier sieht schon mal sehr gut aus. Oh, ich habe einen Zivilisten umge... Ach so, die war jetzt zu lange im Gefängnis. Okay, das heißt, die kommt bald wieder. Aber das Hotel muss noch fertig werden. Weil sobald ich die verhöre, kommen Agenten und Touristen hier auf die Insel. Und wenn ich dann kein Hotel habe, rennen die mir hier andauernd in die Basis. Und da habe ich keine Böcke drauf. So, ist denn das Kraftwerk wenigstens fertig? Ah, ein Ding noch. Sehr schön. Und das ist sogar schon unterwegs. Okay, der macht sich jetzt auf den Weg zum nächsten Reaktor. Sehr schön. So, Gefrierkammer steht, Tresor ist gut gefüllt. Sehr schön. Die Dinger werden auch langsam fertiggestellt. Man, die Hotelzimmer natürlich nicht. Vor allem die muss ich noch komplett ausbauen mit Räumen und alles. Das wird sich leider noch ein bisschen hinziehen. Da haben wir die olle Schrolle nochmal. Direkt einfangen. Und mitnehmen. Die brauchen wir noch. Ich will hier keine herumstreunenden Zimmermädchen. Vor allem, was macht die hier ganz so allein? Das ist bestimmt ein Top-Agent. Die nach Staubbeweisen sucht. So, ist das Ding jetzt hier endlich mal unterwegs? Ja. Na, pass doch. Also wir haben hier noch jede Menge Platz. Das ist sehr schön. Und haben auch schon einiges ausgebaut. So, den stellen wir jetzt mal so da mitten rein, damit er so ein bisschen die Loyalität von denen erhöht. Da hat die Frau hat so einen riesen Kegel. Das heißt, die Loyalität von der steigert die Leute wesentlich besser. Aber gut, dafür hat er andere Fähigkeiten. So, und die Zimmerdame wird mal wieder gefangen genommen. Wie sieht das denn jetzt hier aus? Immer noch nicht fertig. Meine Lüte, Leute. Meine Jüte. Meine Lüte, Leute. Mach mal hinne hier. Die Dinger werden auch nicht so richtig fertig. Aber das liegt daran, weil jetzt hier ziemlich viel gebaut wird. Und ich glaube, das machen die immer zuerst. Okay, dafür ist mein Kraftwerk komplett. Problem ist halt nur, die Dinger verschleißen, solange ich keine Techniker habe. So, wie sieht es missionstechnisch aus? Es ist immer noch die erste Mission, Leute. Okay. Die zweite Waffenkammer ist unterwegs. Ja, es tut sich was. Hervorragend. Perfekt. Hotelhalle. Neue Räume wurden in Auftrag gegeben. Hoteltür. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Eine Cocktailbar mit den Touristen. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Einigermaßen gut geht. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Ein bisschen zum Abdancen. Stechuhr, klar, darf nicht fehlen. So wichtig dabei ist jetzt, die Sicherheitsstufe auf 1 zu machen, weil sonst kommen die Touristen hier gar nicht rein. Weil das dann als nur für Angestellte gilt. So, Hotellobby. Doppeltür, Tür, Tür.
Da kann ich noch keine Tür hinsetzen. Okay. Reception. Die hauen wir mal hier hin, weil da werden die Hotelzimmer hinkommen. Ein Lobbysofa. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Auch nochmal eine Stechuhr. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Da haben wir eine, da haben wir eine. Hervorragend. So, und das wird auch nochmal eine Hotellobby. Neue Räume wurden in Auftrag gegeben. Hoteltür und Hoteltür und Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Hotelzimmer. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Brauche ich sonst noch was? Dann tun wir hier nochmal ein Lobbysofa hin. Da auch. Konzertflügel. So, Stufe 1. Stufe 1. Stufe 1. Stufe 1. Stufe 1. Der Bau des Raums geht weiter. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Tür ausgelassen. Und die sind hier eifrig am Bauen. Das ist sehr schön. Oh, das Ding ist auch mittlerweile fertig. Ah, falscher Knopf. Achtung, dieses Objekt ist schlecht zugänglich. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Und los geht's. Der Bau des Raums. So, der erste Raum hier ist schon mal fertig. Ich überprüfe die Türen nochmal eben. Okay. 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 Vor allem, wenn man das vergisst, die auf 1 zu stellen, sondern lässt die auf 2, dann kommen die Agenten nämlich hier hin und ballern hier die Tür ein. Weil die ja nicht frei zugänglich ist. So, das heißt, das Hotel ist gleich auch so gut wie fertig. Und wenn das Ding da fertig ist, dann dürft... Ah, oh, hier ist auch schon wieder eins fertig. Sehr schön. Neue Räume wurden in Auftrag gegeben. Das gibt neue Leute. Achtung, nicht alle Zugangspunkte zum Objekt sind verfügbar. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. So, die noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Aber Hauptsache ist, dass die hier schon mal... das Hotel in Angriff nehmen. So, wie sieht's hier aus? Okay, hier ist alles soweit klar. Das ist auch fertig. Da würde ich auch auf jeden Fall immer einen haben. 1, 2, 3. Machen wir mal 3 so. 1 mache ich besser so. 2. Obwohl, wenn ich eins so habe, dann habe ich. Dann brauche ich das so nicht. Dann machen wir hier so. 2, 1, 2. So, und 3 machen wir mal für das Hotel. 1, Eingang und erste Waffenkammer. 2, zweite Waffenkammer und Kontrollraum. 3, Hotelzimmer. Ja, und da kommt Stimmung rein. So, können wir sonst noch was bauen hier? Nein. Alles gebaut, sehr schön. Kraftwerk ist komplett fertig. 155 Strom, auch sehr schön. Dann können wir sie jetzt endlich mal verhören. Und das ist sauwitzig. Genießt es. Ich werde mal hier so ein bisschen rüberschalten. Und ich hoffe, da kommt auch gleich einer. Der sieht danach aus, als wenn er das machen wollen würde. Verhör sie! Da oben! Uff! Das ist sau witzig, das Spiel. Das hat immer so ein paar kleine Sachen. Oh, mit Michael Jackson wird sie gequält. Das hält natürlich keiner aus. Yo! Okay, das möchte ich auch gern können. Was kommt noch? Oh! Schön angespuckt und Radisch! Voll auf die Ohren. Oh, jetzt wird's grob. Ja, Frankenstein. Depot lagert neue Objekte.
Es wird gespeichert. Überwachungskameras, hervorragend. Sicherheitszentrale. Lautsprecher, Ausbildungsraum, Handfeuerwaffen, Gewehrschrank, Speisesaal, Aufenthaltsraum, Allerheiligstes. Die Weltherrschaftskarte bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, sich... Kammerdiener sind Servicebedienstete, deren Aufgabe es ist, für den reibungslosen täglichen Ablauf in Ihrer Basis zu sorgen. Sinkt ein überarbeiteter Bediensteter erschöpft zu Boden, wird er von den Kammerdienern zur Kaserne getragen, wo er sich ausschlafen kann. Nur Kammerdiener wissen, wie man Feuerlöscher benutzt. Kammerdiener sind zwar im Kampf nicht sonderlich nützlich, können aber mit ihren psychologischen Attacken die Aufmerksamkeit ihrer Opfer so sehr mindern, dass diese unachtsam in die nächste Falle rennen. Im späteren Verlauf des Spiels stehen ihnen noch bessere Servicebedienstete zur Verfügung. So sieht's aus. Und den Aufenthaltsraum. Der Aufenthaltsraum ist der Ort, an dem sich ihre Bediensteten entspannen und Spaß haben können und an dem sie ihre völlige Unfähigkeit im Tischtennis unter Beweis stellen können. Nach einer kurzen Ruhephase sind sie wieder voll bei der Sache und machen weniger ihre bisweilen fatalen Fehler, wie selbst Fallen auszulösen. So sieht's mal aus. Speisesaal. Der Speisesaal ist, wie die Kaserne, ein weiterer Ort, an dem ihre Bediensteten ihre Ausdauer auffrischen können. Grundsätzlich wird tagsüber bevorzugt der Speisesaal in Anspruch genommen, nachts die Kaserne. Ja, klar, das Allerheiligste. Das Allerheiligste ist der am exklusivsten eingerichtete Raum Ihres Domizils. Hier finden die wichtigsten Treffen statt und hier kann Ihr fieses Genie seine Werte regenerieren. Ah, nicht schlecht. Okay, die Waffenregale. Einige Bedienstete tragen Feuerwaffen, was ihnen bei Kämpfen einen gewissen Vorteil verschafft. Für verschiedene Klassen von Bediensteten benötigen sie unterschiedliche Waffenregale. Einfache Arbeiter benutzen zum Beispiel nur Pistolen. Denken Sie daran, dass sich Ihre Bediensteten nur bei Alarmstufe Gelb oder Rot selbst bewaffnen und dass sie ihre Waffen bei Alarmzustand Grün wieder ablegen. Okay, und so wie ich gerade gesehen habe, haben die auch nur eine gewisse Anzahl. So, wir haben eine neue Mission. Genau, die erste ist abgeschlossen. Damit ist der erste Part auch vorbei. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. So, da bin ich wieder. Wir haben jetzt Kopf der Unterwelt. Es kann nur ein kriminelles Superhirn geben. Stellen Sie sicher, dass Sie es sind. Laden Sie alle Größen der Unterwelt zu einem Gipfeltreffen auf Ihrer Insel ein, um Ihnen klarzumachen, wie die Dinge liegen. Rufen Sie die Unterweltbosse zusammen. Verbrecherkönige sind von der zur Schaustellung von Reichtum genauso beeindruckt wie fiese Genies. Deswegen benötigen sie eine prunkvolle Umgebung, die der Zusammenkunft der kriminellen Superhirne angemessen ist. Bauen Sie zur Vorbereitung dieser ruchlosen Delegation ein Allerheiligstes und einen Konferenztisch. Okay. Es heißt, dass der ganze indische Subkontinent von einem einzigen Mann kontrolliert wird. Arman Krishnan. Er hat schon viele ruchlose Pläne und Intrigen geplant, die meist mit der Korruption der örtlichen Regierungsbeamten zu tun haben. Spüren Sie ihn auf und ermutigen Sie ihn, sich unserer Denkweise anzuschließen. Wird gemacht. Marvin De Luca, der über ganz Nordamerika herrschende ruchlose Mafia-Don, ist ein sehr mächtiger Mann, aber auch ein bisschen überheblich. Er muss lernen, wahre Macht und Autorität zu respektieren. So sieht's aus. Der unergründliche Lai Yinglo ist der unangefochtene Boss der Unterwelt in ganz China und Südostasien. Spüren Sie ihn auf und schicken Sie ihm einen Trupp Ihrer Männer auf den Hals, um zu zeigen, dass wir es ernst meinen. Genau, also wir müssen jetzt die ganzen großen Mega-Mafia-Bosse und Unterwelt-Bosse hier in unsere Basis holen, zu einem Gipfeltreffen, damit ich denen klar machen kann, dass ich der Boss bin. Und es gibt hier auch noch ein optionales Missionsziel. Ein heiliger indianischer Totempfahl wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts von Kolonialherrschern geraubt. Er wurde in 4 Stücke zersägt und an Museen auf der ganzen Welt verteilt. Um den gotteslästerlichen Frevel zu sühnen, belegte der Medizinmann des Stammes jedes einzelne Teil mit einem Fluch, der nur durch das Zusammenfügen des Totempfahls wieder aufgehoben werden kann. Deshalb hat jedes einzelne Teil einen negativen Effekt auf in der Nähe befindliche Bedienstete. Sammeln Sie alle 4 Teile und fügen Sie diese wieder zusammen, um in den Genuss der positiven Kräfte des Totempfahls zu kommen. Die Mission habe ich ehrlich gesagt noch nicht geschafft. Wir werden sie aber trotzdem auch mal ausprobieren, ob wir das hinkriegen. Ich weiß schon, wo es 2 Teile gibt, aber die restlichen 2, das weiß ich leider noch nicht. So, wie sieht es jetzt hier tunneltechnisch aus? Ist im Kommen. Der Flügel ist schon mal fertig. Das Ding ist auch fertig. Und wie sieht es hier aus? Die 2 sind auch fertig. Sehr schön. Der Raum befindet sich im Bau. Achtung, dieses Objekt ist schlecht zugänglich. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. So. Der Bau des Raums geht weiter.
Neue Räume wurden in Auftrag gegeben. Das Objekt wurde in Auftrag damit wir auch schön viel Handlanger bekommen. So, die zwei kommen noch. Wie viel haben wir denn jetzt insgesamt? 51, sehr schön. So, das ist alles okay. Das ist noch im Bau. Wir haben jetzt Bedienstete und wir haben die Sicherheitszentrale. Die bauen wir natürlich hier mal so ein bisschen rein, damit die Gegner da nicht direkt drankommen. Direkt mal zwei Gewehrständer und zwei Handfeuerwaffen und das gleiche machen wir hier auch. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. So. Überwachungskamera. Und jetzt kommt der Clou. Dadurch, dass ich die Kamera hier so schön platzieren kann, und ihr seht ja, die nimmt den ganzen Gang auf, ist meine eigentliche Falle perfekt. Agenten kommen hier rein, die Wache steht blöd rum, macht erstmal nichts. Aber jetzt seht ihr hier, dass sie die Falle ausgelöst haben. Und wild drauf losballern. Also die sind gerade sehr unaufmerksam, warum auch immer. Aber nun gut, also die Agenten kommen hier rein, die Wache steht hier. Wenn die ungetaggt sind, interessiert das Sicherheitssystem die nämlich auch nicht. So, dadurch, dass die aber dann durch eine Tür einbrechen wollen, wird die Wache aktiv, setzt einen Fesseln-Tag auf denjenigen. Die Kamera filmt das natürlich direkt und gibt mir somit auch wirklich eine direkte Nachricht. So. Ich glaube, ein weniger, das würde reichen, weil wir brauchen Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Auf jeden Fall ein paar Lautsprecher. Und zwar hier würde ich auch noch einen hinsetzen. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. So, dann noch eine Kamera hier auf die Tür. Wurde in Auftrag gegeben. Und hier tue ich gerne noch eine Kamera hin, weil die beide Türen praktisch fast im Visier hat. Okay, naja, löst ihr mal die Falle aus. Deshalb nehme ich gerne die Falle, weil da können die ihre Aggression so ein bisschen dran ausleben und da kriegen die keinen Schaden. So, die erste Kamera steht. Sehr schön. So, wir haben aber auch noch ein paar neue Räume gekriegt. Den Speisesaal zum Beispiel. Den setzen wir mal hier dran. Nein, so. Der Raum befindet sich im Bau. Der braucht nämlich ein bisschen Platz. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Stechuhr. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Eine Alarmsirene, damit die auch hören. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Okay. Tür mache ich jetzt beim Speiseraum nicht, das kostet zu viel Strom. Aufenthaltsraum machen wir wie folgt. Dann können die direkt vom Fressen hier rein und sich amüsieren. Den Ruhesessel, den gibt es nur in der Bonus-CD. Ich habe mir nämlich jetzt auch schon mal die Bonus-CD runtergeladen und auch installiert. Die gibt es bei dlh.net zum Beispiel zum Runterladen. Ist 250 MB groß. Sind ein paar Zusätze halt bei, wie zum Beispiel diese Stühle. Mehr habe ich davon noch nicht feststellen können. Ausbildungsraum, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Und der sollte auch ein bisschen größer sein. Der Raum befindet sich im Bau. Und der sollte auch eine Tür haben. Da sollen die ihre Ruhe haben. 2, 3, 4. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Das müsste reichen. Hier noch so ein Mäuselabyrinth. So, da sollen die auch ihre Ruhe haben. Das heißt, kein Alarm. Der Bau des Raums geht weiter. Die sollen alarmieren, genau. Was haben wir noch? Allerheiligstes. Das werde ich dann. Mein Büro werde ich natürlich auch nicht unbedingt neben das Kraftwerk. Machen wir das mal. Wie machen wir das denn? Bauen wir das hier hin? Ja, doch, komm. Bauen wir das mal hier rein. So, das dürfte reichen. Da muss auf jeden Fall eine Tür rein. Zum Tagen.
Hier ist mein das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Büro sozusagen. Objekt hier wurde in Auftrag tue ich natürlich direkt zwei Kameras hin. Das soll geschützt sein. Der Bau des okay. Raums geht weiter. Damit haben wir gebäudetechnisch alles schon mal abgeschlossen. Vor allem die Ausbildungszentrale hier ist sehr, sehr wichtig. Damit wir endlich hier bessere Bedienstete kriegen. Und von denen brauchen wir nämlich eine ganze Menge. So 20. Dann haben wir noch 36. Ja, das dürfte für den Anfang erstmal reichen. So, das ist Zentrale 1. Wunderbar. Hier ist alles soweit abgeriegelt. Auch sehr schön. So, hier tun wir natürlich auch noch Lautsprecher hin, falls sie sich nämlich hier befinden und es wird Alarm ausgelöst, dann rennen die direkt los. Hier kommen noch ein paar Spinde. Nein, fallen wollte ich nicht. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. So, hier mache ich jetzt ausnahmsweise mal nur Spinde hin, damit ich einen Bediensteten jeweils mehr bekomme. Muss ich nämlich nicht unbedingt immer in einem Bett da drinne befinden. So, noch ein Lautsprecher. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Ja, obwohl, nach. Die sollen ja sich auch irgendwie ausruhen können. Ne? Achtung, zack, dieses zack. Objekt ist schlecht zugänglich. Zack, so. Dann haben wir das fertig. Das ist. Oh, 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 da kommt schon der erste Agent. Sondi Gonzales. Macht nichts Nützliches. Okay, was ist das für einer? Ein erbärmlicher Pampers-Ermittler. Ich glaube, die Streitkräfte der Gerechtigkeit schicken bisweilen verschiedene Klassen von Agenten, um ihre Basis zu bespitzeln. Da gibt es Schnüffler, die nach belastenden Beweisen Ausschau halten. Lassen Sie sie keine Fotos von Objekten machen, die Wut auslösen. Dann gibt es die Agenten, die versuchen, Gegenstände, die sie erbeutet haben, von ihnen zurückzustehlen. Und dann sind da noch die Agenten, deren einziger Lebenssinn darin zu bestehen scheint, sie und ihre gesamte Organisation vom Angesicht der Erde wegzufegen. Also, es wird jetzt richtig hart. Das Hotel sieht schon sehr gut aus, ist auch komplett fertig. Die ersten Touristen sind auch eingetroffen. Fühlen sich hier aber noch nicht ganz wohl, weil hier noch keine Kammerdiener rumhängen. So, und das kann auch noch ein bisschen dauern, weil dafür brauche ich die Ausbildungszentrale. So, die schnüffeln hier ein bisschen rum. Aber die Kaserne ist jetzt nichts, was die wirklich interessiert. Die Tür wird auch nicht mehr richtig bewacht. Und die Fallen, die gehen mir jetzt schon wieder voll auf den Sack. Also die Fallen, die bringen es nicht wirklich. So, schmeißt man das ganze Zeug weg, weil irgendwie bewacht er dann die Tür nicht mehr. Okay, okay, hier werden gerade mein Allerheiligstes zusammengeschustert. Na, mein Geld geht auch langsam flöten. So, 57 Bedienstete maximal können wir gerade mal haben. Also die Fallen sind teilweise echt ein bisschen blöd gemacht, muss ich ehrlich sagen. So, wie geht's ihm denn? Na, intelligent ist im Eimer. Wie geht's mir? Okay, ich habe gar keine Anzeige. Oh, oh, noch ein Ermittler, was ist das? Schaut genauer hin, ein erbärmlicher Smash-Ermittler. Das sind die, die Fotos machen. Okay. Meine Wache steht da wieder, 1A, wunderbar. Oh, da kommt der erste Agent. Traut er sich in meine Basis? Nein, traut er sich nicht. Na, die Touristen rennen hier so ein bisschen an meinen Kasernen durch die Gegend. Finden das wohl ganz lustig. Okay, jetzt kommt auch dieser Dungeon Keeper-Style durch, weil jetzt muss ich meine Basis wirklich absichern. Heißt, fängt das Spiel erst richtig an, in Fahrt zu kommen. Wie ihr seht, hier sind viele rote Punkte. Viele Agenten sind mir jetzt schon auf den Hals geschickt worden. Die rosanen Punkte, das sind Touristen. Hier sind auch nochmal zwei. Da sind noch Touristen. Okay. Aber es traut sich noch keiner in meinen Fallengang. Die beste Falle, wie ich finde, die es sowieso überhaupt gibt. Weil wenn ich die hier schon bremse, dann kommen die
Ja, gar nicht erst in die Basis. Manche sind allerdings auch so clever, die brechen die Tür gar nicht auf, sondern die warten hier, bis die Bediensteter durchkommen und gehen dann einfach weiter durch. Also das haben die auch drauf. Deshalb, da bringt mir die Wache nichts. Da muss ich schon selbst gucken. Okay, die sind in Betrieb. Sehr schön. Wie viel habe ich da? Okay, das ist auch ordentlich belegt. Wieso ist das nicht belegt? Da wollte ich eigentlich einen haben. Und hier eigentlich auch. Okay, das ist auch ein bisschen blöd gemacht. Wenn man baut, bauen geht immer vor. Deshalb bauen die jetzt hier erstmal alles fertig. Bis die sich an die normalen Arbeiten wieder machen. Okay, Aufenthaltsraum. Ja, hier ist schon einer, der sich gut gehen lässt. So, hier müssen auf jeden Fall immer zwei. Okay, jetzt bin ich zum Hotel gesprungen. Das war nicht so clever, da wollte ich hin. Ja, okay. Da checken die ein, wunderbar. Weil ich brauche hier für jedes Ding hier einen. Hier werden meine ersten Kammerdiener ausgebildet. Und hier sieht man jetzt auch so langsam, wie das jetzt hier so weitergeht. Genau. So, und wenn er jetzt hier ist, dann ist er ausgebildet. 20 Stück an der Zahl will ich haben. Ich hoffe, dass das für das Hotel erstmal reicht. Weil solange ich die nicht habe, tut sich hier nämlich auch nichts. Dann rennen die hier gelangweilt durch die Gegend. Können kein Hotelzimmer mieten und nix. Oh, oh, oh. Agent, gefährlich nah. Traut sich rein, traut sich rein. Ah. Au, 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 au. Jetzt wird's gefährlich. Okay, er steht vor der ersten Tür. Und die Tür geht zu. Wunderbar. Ein erbärmlicher Alibi-Ermittler. Sehr schön. Jetzt natürlich die Frage, was macht der? Überprüft.